Hallo und herzlich willkommen zur Videoserie mit dem Thema Gesundheitskompetenz anhand von den 20 häufigst gestellten Fragen von Patienten an mich. Mein Name ist Dr. Christian Steingesser, ich bin Unfallchirurg und Orthopäde. Und heute geht es weiter mit Teil 2 oder Frage 2. Welches Risiko gibt es für mich bei einer OP? Ja, auch eine Frage, die häufig gestellt wird, wenn Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen eine OP empfohlen hat oder Sie beraten hat bezüglich einer Operation, dann hat er oder hat sie Sie ja über die Risiken schon aufgeklärt. Im Prinzip ist es so, dass jede Operation ein Risiko hat. Bei jeder Operation kann es eine Infektion geben. Es kann Nebenwirkungen der Narkose auftreten. Also jede Operation, die sich vermeiden lässt, ist gut. Aber es ist eben manchmal so, dass eine Operation notwendig ist und dann wollen Sie natürlich wissen, welche Risiken die Operation hat. Das kann man so pauschal dann nicht sagen, sondern es kommt wirklich darauf an, welche Operation da durchgeführt wird, und ob bei Ihnen zum Beispiel noch andere Erkrankungen da sind, die ein Risiko oder ein erhöhtes Risiko für eine Operation darstellen. Und das sollten Sie wirklich immer und zwar ausführlich, bis Sie wirklich keine Fragen mehr haben, mit Ihrem Operateur, mit der Ärztin, die Sie operiert, abklären und sich ausführlich beraten lassen. Wenn Sie noch weitere Videos dieser Serie anschauen möchten, dann rufen Sie einfach die entsprechende Playlist auf meinem YouTube-Kanal auf oder folgen Sie dem Link, der hier eingeblendet ist.